Ja, servus Leute. Die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Es gab einen Bürgerentscheid bezüglich der Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide. Und über 70% der Bevölkerung der Befragten haben sich gegen einen Ausbau des Güterbahnhofs entschieden. Zunächst erstmal muss man festhalten, das ist ein demokratischer Prozess. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt bindend. Aber dennoch ist es ein Auftrag an die regionalen Politiker, den Willen des Volkes entsprechend umzusetzen. Also Demokratie, dafür Daumen hoch. Und man muss auch ganz klar sagen, dass bei Tesla an der einen oder anderen Stelle auch durchaus Kritik angebracht ist. Seien es Gewerkschaften, seien es Tariflöhne. Seien es auch Umweltauflagen, die teilweise ein bisschen lax gehandhabt werden, dass man auch schon mal was baut, bevor die Baugenehmigung da ist, etc. etc., finde ich alles nicht gut. Aber warum ich bezüglich dieses Bürgerentscheids so ein bisschen, ja, Bauchgrummeln habe, das erkläre ich euch jetzt. Vorab aber noch die Info, was genau ist passiert. Elektrif.net titelt, Link übrigens auch wieder unten in der Videobeschreibung, Grünheidedau Bürgerschaft wehrt sich gegen Teslas Vergrößerungspläne. Tesla stößt bei der Planung für den Ausbau seiner deutschen Fabrik auf Widerstand. Die Bürgerinnen und Bürger von Grünheide haben eine Erweiterung des Werksgeländes bei einer Abstimmung jetzt mehrheitlich abgelehnt. Tesla will neben dem 300 Hektar großen bestehenden Werksgelände auf zusätzlichen rund 170 Hektar einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten errichten. Da geht es auch um Logistikprobleme, also unter anderem, als es jetzt die Probleme mit diesen Houthi-Terroristen gab. Und da macht es natürlich Sinn, auch eventuell die Lagerhaltung ein bisschen aufzubauen, um nicht von solchen Vorfällen abhängig zu sein. Die Pläne sind seit 2022 bekannt. In der Bürgerbefragung ging es um diese neuen Flächen. Daneben strebt Tesla auch den Ausbau des Werks auf dem bestehenden Fabrikgelände an. Letztere stand explizit nicht zur Abstimmung. Also es geht um die Pläne, tatsächlich den Güterbahnhof zu bauen, was ja auch unter Umständen zu einer gewissen Entlastung bezüglich des Lkw-Verkehrs führen könnte. Aber da haben sich die Grünheider dagegen entschieden. Natürlich ist das Ganze ein Politikum und ich als Fan von Elektroautos würde mich natürlich freuen, wenn die Produktion in Grünheide auch ausgeweitet werden könnte. Denn im Großen und Ganzen finde ich das, was Tesla macht, natürlich gut. Für die Region, glaube ich, wäre es aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall gut. Und als Fan der sozialen Marktwirtschaft fände ich es gut, dass so ein bedeutendes Unternehmen auch in Deutschland Erfolge feiern kann. Und vor allen Dingen der Zugewinn bzw. die Sicherung unseres Wohlstands hängt ja auch von solchen Projekten ab. Aber natürlich, ich wohne dort nicht, von daher habe ich nur einen Blick von außen auf die ganze Sache. Es geht wohl auch um Bedenken von Grundwasser etc. etc. Ob das alles valide ist oder nicht, da will ich mir gar kein Urteil erlauben. Dennoch wird mit diesen ganzen Aspekten auch gespielt von den einzelnen Parteien. Die Befürworter werden sagen, für Wohlstand, für Region richtig gut, Arbeitsplätze werden geschaffen etc. etc. Und die Gegner werden sagen, Tesla böse, Grundwasser, Umwelt etc. etc. Und vom Prinzip her muss man, wie schon eingangs gesagt, in einer Demokratie das auch befürworten, dass die Bürger aufgeklärt werden über die eigenen Interessen und Standpunkte und dann entscheiden können, wer mehr überzeugend war. Aber als ich dann dieses Video, was ich euch jetzt zeige, auf Twitter gesehen habe, da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Das hier ist der Twitter-Account von Ende Gelände und dort schreibt man, Mehrheit stimmt mit Nein zur Tesla-Erweiterung, Ergebnis jetzt umsetzen. Die Bürgerinnen haben mit ca. 63% gegen eine Flächenerweiterung des Tesla-Werkes in Grünheide gestimmt. Und da hören wir doch jetzt mal rein. Wir haben gerade die Ergebnisse bekommen und wir freuen uns riesig. Es ist eine ganz klare Mehrheit gegen Tesla. Alle Bezirke haben gegen Tesla gestimmt. Und das ist ein historischer Sieg für uns, für den Wasser, für den Waldschutz. Und jetzt heißt es, sorry Elon, aber Tesla muss der Hahn ganz abgedreht werden. Und hier wird dann noch ausgeführt, kommt alle zur großen Demo in Grünheide, mit der wir die Gemeindevertretung auffordern, das Ergebnis der Befragung jetzt auch umzusetzen. Ich schließe daraus, dass Ende Gelände da durchaus Einfluss genommen hat, sich eingebracht hat und ihren Beitrag zu diesem Ergebnis auch geleistet haben. Und ihr habt ja auch gehört, was diese Dame, ich vermute, die ist Mitglied oder engagiert bei Ende Gelände, ich kann es jetzt zu 100% behaupten. Auf jeden Fall, diese Dame hat ja am Ende gesagt, dass man Tesla den Hahn abdrehen muss. Also am liebsten wäre ihr wohl, dass Tesla gar nicht mehr dort Elektroautos produziert. Und da ja im Moment auch viel über Extremismus in Deutschland die Rede ist, habe ich mir gedacht, ich guck mal, was der Verfassungsschutz über Ende Gelände so schreibt. Den Link findet ihr natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung, falls ihr das selbst nachlesen wollt. Unter dem Oberbegriff Linksextremismus findet sich Folgendes. Einflussnahme auf demokratische Diskurse. Mit ihrem vermeintlichen Engagement für den Klimaschutz versuchen Linksextremisten aus verschiedenen Teilen der Szene, demokratische Diskurse zu verschieben,
sie, um ihre eigenen ideologischen Positionen zu ergänzen, gesellschaftlichen Protest zu radikalisieren und den Staat und seine Institutionen zu delegitimieren. Gewaltorientierte Linksextremisten versuchen mit Hilfe von Aktionsbündnissen, Kampagne für Wasserschutz und Mobilitätswende, Fragezeichen, Einfluss auf die Proteste zu nehmen. Eine maßgebliche Rolle kommt dabei dem von der interventionistischen Linken beeinflussten Bündnis Ende Gelände zu. Wir erinnern uns, Ende Gelände hat dieses Video gepostet. Vor dem Hintergrund vermeintlich ausbleibender konkreter klimapolitischer Erfolge versuchen Linksextremisten, ihre Aktionsform einschließlich der Begehung von Straf- und Gewalttaten als legitimes Mittel im politischen Meinungskampf zu rechtfertigen und deuten dazu den Begriff ziviler Ungehorsam um. Der ist auch klar definiert und er trifft eben auf diese Straftaten nicht zu. Neben dem Braunkohleabbau, dem man kritisch gegenüberstehen kann und muss in meinen Augen, der aber im Moment noch unerlässlich ist, um die Energieversorgung unseres Industrielandes zu sichern, stand 2021 als weiteres Aktionsthema erstmals auch der fossile Brennstoff Erdgas im Fokus. Und nach meiner Einschätzung wohl auch Tesla. Das Thema Extremismus ist ja in aller Munde, allerdings vornehmlich im Zusammenhang unter anderem mit der AfD, unter anderem auch mit der Werteunion. Vom Linksextremismus hört man, zumindest in meiner Wahrnehmung, eigentlich recht wenig. Und deshalb hat mich das sehr geschockt, zu sehen, dass scheinbar hier auch ein gewisser Zusammenhang zu sehen ist zwischen dem Bürgerentscheid in Grünheide, denn dort scheint Ende Gelände mit involviert zu sein und genau das gemacht zu haben, wenn ich das richtig einschätze, ich kann es nur von außen beurteilen, was der Verfassungsschutz da sehr deutlich dargelegt hat. Und Ende Gelände scheint ja auch im Blick des Verfassungsschutzes, zumindest in diesem Artikel, zu sein. Und das wirft bei mir wiederum die Frage auf, ob die Bürgerinnen und Bürger von Grünheide sich da haben beeinflussen lassen von Linksextremisten. Ob sie also zum Opfer dieser Machtspielchen sind und es in Wirklichkeit gar nicht um diese Erweiterung des Güterbahnhofs geht, sondern vielmehr um ein Aushebeln unseres Staatssystems, unseres Wirtschaftssystems gegen unseren Wohlstand und es vielmehr um linksextremes Gedankengut und deren Ziele geht. Mir ist natürlich klar, dass das eine steile These ist und auch nicht jeder zustimmen wird von euch. Aber wenn man sich diesen Bericht vom Verfassungsschutz hier mal durchliest, könnte man den Rückschluss ziehen, dass das in die Richtung geht. Ich würde euch auffordern, lest euch das auf jeden Fall mal selbst durch. Ich packe den Link natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Bildet euch euer eigenes Urteil. Ich, wie gesagt, stelle mir die Frage, geht es wirklich um Tesla? Geht es um Umwelt- und Klimaschutz? Oder geht es in Wirklichkeit um politische Ziele? Und ich, ihr habt es ja aus dem Video rausgehört, tendiere zu der These, dass es um politische Einflussnahme und überhaupt nicht um Umweltschutz geht. Gut, das soll es für das kurze Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.